So. Guten Morgen, Yuane. Haben Sie schön geschlafen? So. Hätten wir das auch? Ja, einen wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt hier gerade aufgestanden sind in meiner kleinen, aber feinen Küche. Wie geht's mit Mario ran? Hat der schon ein bisschen was getrunken? Der muss noch ein bisschen mehr trinken. Der war nämlich hier schon fast am Verdursten. Ich musste ihn zwangsnotbeatmen, mein Mario. Deswegen. Wie der Fuchs schon wieder alles vorbereitet hat. Ja, logisch, so muss das. Vorbereitung ist die halbe Miete, sag ich immer. Aber Rauchen aufhören fällt mir so schwer. Ich habe gemogelt. Aha. Also hat er es nicht geschafft. Ich habe dich gestern schon gefragt, du hast keine Antwort gegeben. Da haben wir schon philosophiert. Ja, Yuane hat es nicht geschafft. Er ist rückfällig geworden. Was, er ist aufgestanden? Michi, das weiß ich, dass du noch nicht... Dass du hier schon seit 5 Uhr in der Früh wach bist. Grüße dich. Hast du Schluss schon oder was, Michi? Oder willst du gerade Pause machen? Pause machen. So, haben wir das auch? Da sind wir ganz wichtig. Ach, Musik, ey. So ein schön Wetter fehlt einfach die Musik hier. So. Aber keine Latte für mich. Zu einer haben. Es geht schneller, als du denkst. Sie will eine andere Latte, Shiro. Du hast es wieder nicht verstanden. Nee, Mittagspause. Ja, sag ich doch Pause. Ja, dann gönn dir mal deine Mittagspause. Was gibst du futtern bei dir in der Mittagspause oder eher gar nichts? Dankeschön für den Support über Lutz. Ist bestimmt wieder Yuane, der hier reinhaut. Oder Shibro. Einer von beiden, oder? Ich kann es eh nicht lesen, von daher. Erstmal ein paar Blaubeeren hier. Da, da, da. Ist überein, das sehe ich schon. Du warst auch rauchen, Chris. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich aufhören will. Von daher. Ich darf. Außerdem war ich nicht rauchen, ich war dampfen. Das ist ein Unterschied. Niedlich. Ich bin nicht niedlich, ich bin eine Maschine. Eine Maschine kann nicht niedlich sein, bitte. Deine Outdoor-Küche. Lasagne gab's. So ein Fertig-Lasagne aus der Mikrowelle. Oder mitgebracht von zu Hause. Fängst du jetzt mal an? Wieso bekommst du schon wieder vom Sportflow? Grüße dich. Moin. Ja, ich hab ein bisschen Bock auf Blaubeeren gerade. So. Wir müssen sowieso erst die Champignons putzen, Leute. Beruhigt euch. Das dauert alles so seine Zeit. Jetzt erzähl euch aber erstmal, was wir alles brauchen. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Ich gehe duschen. Soll ich mitkommen? Dann. Ich kann das Essen auch noch warten lassen. Oder soll ich währenddessen schon mal Mittag machen? Damit du aus der Dusche kommst und fertig essen. Oder essen kannst. So, wir brauchen frische Champignons. Ganz wichtig, frische Champignons, ohne geht nicht. Wir brauchen Paprika. Am besten rote oder so, weiß ich nicht. Könnt euch einfach die Farbe aussuchen. Rinderfilet brauchen wir. Ich wollte eigentlich erst 400 Gramm nehmen, aber bei den Preisen habe ich mir gedacht, nee, 300 Gramm reichen denn auch. Wir brauchen Zwiebel, Zwiebel. Wir brauchen Öl, zum Braten natürlich, hier hinten. Ist meine zweite Ölflasche schon alle? Warte mal. Aha. Tatsache. Ich brauch mal wieder Öl. Muss ich mir mal aufschreiben auf den Zettel. Beziehungsweise muss ich mir mal... Kann meine Mittagspause zu Hause machen? Du hast gewartet? Mittagspause kannst du zu Hause machen? Was ein Glücklicher. Ja, mache ich auch, ey. Ich mache auch gerade so meine Mittagspause zu Hause, Michi. Bis in 2 Stunden.
Dampfst du nicht in der Wohnung? Doch, ich dampfe in der Wohnung. Aber ich habe morgens kein Verlangen auf Dampfen. Es ist erst, bei mir geht Dampfen erst. Ich muss erst meine Sucht befriedigen, wenn ich was gegessen habe. Das ist eine Dampfmaschine. Schön blutiges Fleisch. Edelsüßpaprika brauchen wir. Man kann auch Paprikapulver nehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Edelsüßpaprika ist. Wir brauchen Rindsbrühe. Wir brauchen mittelscharfen Senf. Den gute von Bautzner, ne? Andere würden das protestieren. Was, Bautzner? Wir brauchen Sahne. Habe ich im Kühlschrank. Wir brauchen einen halben Teelöffel gehäuft Speisestärke. Das macht ja gar keinen Sinn. Ein halber Teelöffel kann ja nicht gehäuft sein, oder? Quatsch, ey. So, hab ich mal wieder nur Scheiße aufgeschrieben da. Wir brauchen Bund Dill, beziehungsweise ein halbes Bund, und wir brauchen Salz und Pfeffer zum Würzen. Easy. Muss dann selber noch einkaufen, ja, mach hin. Moin Kuiper, mein Lieber, ein wunderschönen Grüße dich. Ich brauche ja Schönheitssachen. Und eine neue Maus. Hast du eine alte kaputt gemacht? So. Wir beginnen erstmal mit dem Putzen der Champignons. Pilze wäscht man nicht. Man putzt sie. Zeige ich euch, wie das geht. Ist ganz einfach. Da Pilze Wasser aufsaugen wie ein Schwamm. Und sie dann nachher, wenn man sie brät, beziehungsweise wenn man sie benutzt, nur noch das ganze Wasser wieder ausgeben, dann ist das nichts gut für Pilze, weißt du? Der sieht doch anders aus. Schnittlauch. Nee, das ist Dill. Das ist Dill. Scheiße, hab ich. Ja. Nee, das ist Dill. So, wir brauchen Krepppapier. Und geht das hier nicht ab? So. Was es war, ich glaube, es war. Ich hatte auch die Tage auch schon. Habe ich es, glaube ich, auch schon verwechselt, ja. Kann man da einer Schleimspur wegmachen? Was? So, Leute, Pilze putzen. Scheiße. Dill. Wieso hat mein Gehirn denn Dill mit Schnittlauch verwechselt? Wir sagen einfach heute, das ist Dill. Ist ja auch egal. Schnittlauch Dill. Lachs war's. Ich glaube diese Woche ja. Habe ich es auch schon verwechselt, jetzt wo du es sagst, ey. Keine Ahnung. Also nicht, dass ich wüsste, dass ich nicht weiß, wie Dill aussieht. Ich weiß nicht, warum mein Gehirn was anderes suggeriert hat. Vielleicht auch im Stress gewesen. So, egal. Wir putzen jetzt die Pilze. Pilze putzen ganz einfach. Ihr nehmt euch ein Krepppapier und rubbelt, beziehungsweise streicht sie zart über ihre Haut, sodass der Dreck meist abgeht. Und dann nehmt ihr euch ein kleines Messer, wenn ihr fertig mit Rubbeln seid. Nehmt ihr euch ein kleines Messer und schneidet unten den Strunk einen halben Millimeter ab. Zack. Dann können wir uns die einfach hier hinlegen. Da, da, da. Hauptsache schmeckt, sag ich auch immer. Lieber noch gut scharfe Chili. Nee, nix Chili. Ihr mit euren Chili. Stroganoff, na gut, kann man auch Chili reinmachen. Würde sogar passen, aber. Nee. Ich mach das heute
Na, klassisch mache ich es heute auch nicht. Ich mache ja noch Paprika dazu. Das kommt ja eigentlich nicht im Stroganoff original dazu. Aber, egal. So, eigentlich guckt man noch, ob hier irgendwo schwarze Stellen sind. Die kann man auch noch abschneiden, aber die Pilze sehen eigentlich ganz gut aus, deswegen putze ich sie jetzt nur. So, wieder den Strunk. Zack. Hey Pieper, einen wunderschönen, grüße dich. Das wurmt mich jetzt so ein bisschen, ne? Mit dem Schnittlauch und dem Dill, muss ich sagen. Das ist ein bisschen peinlich. Aber egal, das ist einfach, das ist Dill, Leute. Bildet euch einfach ein, das ist Dill und kein Schnittlauch. No, no, no. Geil. Hauptsache ist irgendwas Grünes da drin. So. Wieder den Strunk. Und um den Strunk seht ihr immer ganz schön, ob hier Schmutz dran ist. Einfach wegschneiden. Weil Dreck wollt ihr nicht essen, oder? Na gut, einige fressen auch gerne Dreck, aber. Da. Pieper, mein Lieber, geht's dich? Heute letzter Tag oder was? So. No, no, no. Schön gefragt, was es heute bei euch zu essen gibt. Gar nicht. Bei Michi gab's ja Lasagne, hat er geschrieben. Was gibt's zum Beispiel beim Flo heute? Beim Schwabbel wissen wir ja, was es heute wieder gibt. Ich denke Nudeln. Das ist ja kein großes Geheimnis bei ihm. So, Strom wieder abschneiden. Zack. Chili con Carne gab's, spielt dann schön Arschtrompete, schön. Lona, mein Lieber, ein wunderschön, grüße dich. Haben sie dich wieder entlassen heute früher oder was? Oder Uni immer Freitag früher Schluss? Chili con Carne. Ja, ich glaube, das werden wir nächste Woche auch mal machen. Habe ich auch mal wieder richtig Lust drauf. Keine Uni freitags. Was? Keine Uni freitags? Ey, du Student, ne? Die haben's gut, ey. Gibt's gar nicht. Keine Uni. Am Freitag. Den schönsten Tag in der Woche. Gammelt der hier rum. So, gerade hier unten, eigentlich wo die Lamellen wären, wenn der Pilz aufgeklappt ist, der sammelt sich immer besonders viel Dreck. Deswegen da besonders putzen. Da. Jatok. Jatwak. Grüße dich. Mahlzeit. Oder J-Tok. J-Tok? Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Man müsste so eine Option haben, wo man auf den Namen raufklickt und dann derjenige, der, oder weiß ich nicht, so eine Frauenstimme den Namen dann richtig ausspricht. Würde sich auf jeden Fall
besser machen, als die ganze Zeit Rätsel raten, wie der Name denn nun richtig ausgesprochen wird. So. Hier Pilze putzen ist halt nun mal eine Sache für sich, das dauert nun mal. Da kann man halt gar nicht beschleunigen. So, aber wir haben ja nur noch zwei. Soll jetzt nicht mehr so schnell gehen. Ja, richtig schönes Winterwetter haben wir momentan, ne? Schön kalt, Sommersonne. Sommersonne, ja. Sonne pur. Sonne satt. Man muss halt auch nicht übertreiben bei Pilzeputzen, ne? Dreck hat noch niemanden geschadet. Denkt mal an eure Kindheit zurück. Deswegen. Macht den Champignon nicht blank, ne? Wo kommst du her? Ich komme aus Schwerin. Mecklenburg-Vorpommern. Ist die Landeshauptstadt von MacPom. Wird hier nur gekocht oder werden hier auch Fragen beantwortet? Hier wird nicht nur gekocht, hier wird auch geantwortet. Aber ich glaube, da sind sie im falschen Stream, Lona. Üb mal lieber. Lona, was heißt hier? Was hältst du eigentlich von Islands of Nine? Das neue Battle Royale Game. Oder sind Battle Royale allgemein gar nicht so dein Ding? Ich habe mir das gestern mal angeguckt und ja. Ist halt mal wieder nur ein Battle Royale Game in der Alpha. Aber. Sah gar nicht so schlecht aus. Also so vom Movement und vom Speed und so. Hat es mir eigentlich schon zugesagt, muss ich sagen. Ich finde ja PUBG einfach so langweilig. Ich weiß nicht. Ich spiele es ja trotzdem ab und zu mal, aber. Ich kann es einfach nicht länger als 3 Stunden spielen. Es ist halt einfach irgendwann geht es mir nur auf den Sack. Zinn! Mein Lieber. Warte mal, hat der Zinn heute Geburtstag? Nee, Zinn hat heute nicht Geburtstag. Das war. Oder hat der Zinn heute Geburtstag? Nein, Zinn hat heute nicht Geburtstag, oder? Zinn, hast du Geburtstag? Nee. Nein, du hast heute nicht Geburtstag. Was machst du eigentlich beruflich? Deine Fragen beantworten, Lona. Kurz einkaufen, der blöde andere guckt dann. Aber 2 Jahre zu spät gefühlt, ja. Er ist halt, ne, so nach PUBG. Nach PUBG kommen sie jetzt alle mit ihren Battle Royale Games raus, weil sehen halt natürlich, oh, was ein Riesenerfolg und jeder will was vom Kuchen abhaben. Aber wie du schon sagst, alles zu spät, alles zu spät. Nee, ich will keine Magic Mushrooms in meinen Essen haben. Außerdem, falls du dich da mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt hast, verschwindet der Wirkstoff ab, weiß ich gar nicht, 70 Grad oder so. Also von daher kannst du die Dinger ruhig mitkochen, du wirst aber gar keinen Effekt davon haben. Nur mal so nebenbei. Von daher könnte man die sogar nehmen, aber die schmecken halt nicht. Battle Royale ist doch super. PUBG ist Dorf. Geh mal duschen, lieber Jacqueline. Nee. Alles klar, Zinn. PUBG ist so langweilig zum Zuschauen, das kommt auch noch dazu. PUBG Early Game und Endgame ist geil. Nee, ich finde nur das Endgame geil bei PUBG. Early Game ist halt so RNG. Nee, kann man nicht. Drachenlord kocht? Wer ist Drachenlord? So, braucht Majoran jetzt hier noch ein bisschen Wasser? Ja, komm, wir geben noch. So, wenn nachher das Kochen beginnt, dann muss ich die mal abschöpfen.
möchte nicht mal so mein Majoran. Hey Marcel, mein Lieber, grüße dich. Alles gut bei dich? So. Champignons putzen, Event waschen, in Scheiben schneiden. Paprika putzen, waschen, in Streifen schneiden. Fleisch trocken tupfen und ebenfalls in Streifen schneiden. Zwiebel schälen, fein würfeln. Okay. Außer die Zwiebel wird alles... Ich habe ja hier noch meinen ganzen Apfel schon gestern. Ist auch getrocknet jetzt so. Dann machen wir uns lieber mal ein Dings hier ran. Yo, Michi. Mann, nicht so viel mehr. Wir sehen uns später. Hau rein. So. Streifen. Ich denke, wir machen die gar nicht so. So dünn. Ah, ich glaube, wir können die sogar noch ein bisschen dicker machen. Mal gucken. Ich brauche mal ein richtiges Messer hier. Obwohl, richtiges Messer ist es ja auch nicht, aber es ist wenigstens größer. Ja, keine Ahnung, so ein, würde sagen, so einen halben Zentimeter dick könnt ihr die schon machen, bin ich sogar ein bisschen dünner. Schon wieder um 1. Ja, Freitag ab 1, da macht jeder seins, Leute. Freitag ab 1, da macht jeder seins. Kennt ihr das Lied? Freitag ab 1, da macht jeder seins. Bei uns in meinem Radio, Freitag ab 1. Hab gerade Pause, also yo, alles gut. Und bei dir? Bestens. Rissgrusch, grüße dich und. Oh. Knotnik. Ich hab vergessen, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Es tut mir leid, aber grüße dich. Netter Mensch, du. Irgendwas mit Knödel habe ich noch in Erinnerung, aber... Mehr aber auch nicht, ey. Wie geht es euch? Alles gut soweit? Aber ich denke, wenn du eins öfters kommst, dann weiß ich. Knödel? Wie Knödel? Nein. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was denn? Den Namen spricht man doch nicht Knödel aus, oder heißt der Name Knödel? Ich nenne dich einfach Knödel. Just Kno? Mit I ist egal. Kno! Kno? So wie Knorr. Nur ohne R am Ende. Warte mal, Öl entfernen müssen vielleicht vorzugsweise bei starker Hitze herum, an einem mit Salzpfeffer herum, Bratfett erhitzen, Pilze darin erbraten, Paprika und Zwiebel zufügen. Okay. Brauchen wir einen Teller, wo wir die Pilze mal kurz reinmachen. Aufbewahren. Einfach Knorr. Kno! Alles klar, Kno! Wir kriegen das noch hin, Kno. Kein Problem. So nach 3 Jahren, wenn du hier bist, Stammviewer und alles, dann habe ich deinen Namen auch gereiht. Ey, auf Dev, grüße dich. Alles gut soweit bei dir, Chris? Alles bestens. Ich hoffe bei dir auch, Freitag. Ich hoffe, du hast gute Laune mitgebracht hier. Kurz den Dreck hier abmachen von den Pilzen. Zack. So. Oh. Ja, Leute. Kann mal wieder Sommer werden, oder was sagt ihr?
Wie lange braucht es eigentlich? Gar nicht lange. Ja, dann... Scheiße. Wir machen nämlich dann erstmal die Kartoffeln fertig. Schälen die einfach mal schnell. Heute gibt's nämlich als Beilage... Ja, richtig. Kein Reis diesmal. Es muss Sommer werden. Ja, müssen tut's jetzt nicht. Also es kann von mir aus nochmal richtig minus 20 Grad werden mit 3 Meter hohen Schnee. So eine Woche lang oder auch 2 Wochen lang. Aber dann kann Sommer werden. Meinetwegen. Ist doch warm genug, ja. Siehste, Zinn ist ein echter Deutscher. Weil echte Deutsche wärmen sich nämlich am Eisblock auf, Leute. Merkt euch das. Echte Deutsche wärmen sich am Eisblock auf. Dann wären sie nicht braun. Das ist mir egal, aber dankeschön für deinen Tipp. Die werden sowieso gleich reingehauen, die werden nicht für irgendwas gemacht. Hauptsache es schmeckt, sag ich immer. Schnee, was ist das? Ja, ne? Bin ich ein Deutscher? Weiß ich nicht. So, wir brauchen hier mal wieder ein bisschen. Können wir den gleich nehmen? So, machen wir Salzkartoffeln. Wer ist so lieb und kannst du mir sagen, was zum Teufel Stroganow ist? Das ist ein Gericht, das ist ein russisches, ein klassisches russisches Gericht. Das ist traditionell mit Champignons und Rindsfilet gemacht. Das wird dann, ja, wirst du gleich sehen. Was das ist, Marcel, beruhig dich doch. Das ist einfach nur... So wie bei uns hier die, weiß ich nicht, die, ich versuche gerade einen Vergleich zu finden. Ich weiß gerade keinen. Ich wollte schon Dings hier sagen, huch. Ich komme auch nicht mal auf den Namen. Wie heißen denn diese Klops in dieser Kapernsoße, Mann? Bin ich doof? Ich habe irgendwie gerade einen Blackout. Königsberger Klopse, verdammt. Sind die braun? Sind sie brauner als Bernd Höcke? Ich esse mal Chips, du mit deinen Chips, ey. Ich gehe heute einfach mal zum Inder. Mhm. Dankeschön, Gidel. Ja, manchmal weiß ich nicht, ey. Manchmal ist mein Kopf irgendwie leer. Nee, mir ist das egal, ob die Pilze braun sind. Das ist schon nicht so schlimm. Sind doch eh nachher in dem Topf drin. Sieht man doch eh nicht mehr, ob die braun oder weiß sind. Also mir macht das nichts aus. Bin doch nur Hobbykoch hier. Ich will ja hier keine Jury beeindrucken. Jetzt bildet euch ja nicht ein, ihr seid die Jury. Dann bekommt nämlich alle nichts zu essen ab. Dann könnt ihr mal sehen hier, wie es ist, eine Jury zu sein. So. Dreiviertel Stunde schon vergangen und nix fertig. Ob du Hilfe brauchst, fragt meine Mutter. Was ist? Grüße dich, Abo. Ich brauch keine Hilfe. Das ist alles genauso geplant, wie es jetzt ist. Dankeschön. Aber frag mal deine Mutter, ob sie dich entbehren kann und hier ein bisschen Handlanger spielen kannst. Alle so garstig wieder, weißt du? Und nachher
wieder ankam. Oh, das Essen sieht so lecker aus. Kann ich was abhaben? Naja, ich kenne euch doch. Ich kenne euch doch. Erst wieder rummeckern und dann nachher wieder einen auf freundlich tun. Naja. Könnt mich mal. Macht euer Essen selber. Von ihr aus kann ich bei dir einziehen. Hauptsache weg. Wieso wusste ich, dass diese Aussage kommt, Abo? Oh, grün! Grün ist meist nicht so gut. Enthält irgendwelche komischen Stoffe, deren Namen ich nicht mehr weiß. Bei einer Kartoffel. Ist, glaube ich, sogar krebserregend, wenn es mich nicht täuscht, aber... Hey! Was ist nicht krebserregend auf dieser Welt? I don't give a fuck. So, Kartoffeln nochmal kurz waschen hier. Zack. So. Werden wir sie gleich aufsetzen? Habe ich einen. Oh, bestimmt den Deckel. Ich glaube, den habe ich in der Spüle. Was hast du denn da für Kartoffeln? Das sind Linda, glaube ich. Diese, keine Ahnung, ist irgend so eine Eigenkreation von dem Hofladen, wo ich immer einkaufen gehe. Die sind rot, die Schale ist rot, sind vorwiegend festkochende Kartoffeln, habe ich mich heute entschieden für. ...80% der Deutschen haben ein Smartphone, Leute. Hört ihr das? Das ist ja der Wahnsinn, dass es noch keine 100% sind. So, huch. Oh, nee. Ja, hau den Deckel in Kartoffelwasser. Eigentlich mache ich das Salzen von Kartoffeln. Beziehungsweise so viel Salz mache ich eigentlich nicht mit der Mühle, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, Salz rauszuholen. Weil man dreht sich eigentlich tot die ganze Zeit. Dampfen erregt auch Krebse. Krebse sind immer notgeil. Mich haben die nicht gefragt, ob ich ein Smartphone habe. Sowas aber auch. Flo, warum nicht? Du musst doch an dieser wunderschönen Umfrage dran teilnehmen. Also mich haben sie auch nicht gefragt, weil vielleicht sind wir die restlichen 20%, Flo. Ja, das stimmt, aber das stimmt allerdings, ne? Obwohl, warte mal. Wir brauchen den noch. Wir müssen nämlich noch die Paprika machen. Da. So, Paprika putzen. So, noch was? Ach ja, die Zwiebel noch. Haben wir nur eine? Oh, haben wir nur eine. Oh Junge, was ist das denn? Guckt's euch an, frisch gekauft.
frisch gekauft und sie schlecht. Naja, kann mal passieren. Zum Glück habe ich noch mehr Zwiebeln. Ah! Mmh, richtig schön, die Kartoffel. Die Zwiebel. Weißt du, wie die schmecken, Sorte Länder, beziehungsweise kennst welche, die ähnlich sind? Nee. Weiß ich jetzt nicht. Die brauche ich zum Probieren, ob die gar sind. Ja, ja, doch, das reicht. Scheiß Bio. Ach, kann ja mal passieren. Ich drücke ja sonst eigentlich immer Feuer rauf. Aber kann ja mal sein, dass die eine... Sag nicht, die ist auch schlecht. Nee, die sieht gut aus. Okay. Kann ja mal passieren, so eine von... Eine von 100, wenn mal schlecht ist, ist auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm. Ja, mir reichen die Kartoffeln, die drinne sind, weil ich will ja nur heute essen davon und nicht noch morgen und übermorgen. Deswegen, alles gut. So, habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Abo und Uane. Nee, reicht mein Kartoffeln. Das ist schon so in Ordnung. So, in Streifen schneiden sollten wir die, glaube ich, ne? Genau, auch in Streifen schneiden. In Streifen schneiden ist immer gut, Leute. Brauchen wir nicht so viel Arbeit sich machen. So, machen wir das Innere noch raus, hier das Weiße. Das schmeckt nämlich nicht. Ich verkriege gerade, warte mal. Eigentlich hätten wir die auch... Ich überlege gerade. Ich denke. So, die Streifen reichen. Weil ich möchte die Dinger nachher auch essen können. Ich möchte hier keine Maussperre haben. So, ist okay. Dann machst du Party, Chris, dann haben wir zuletzt mal einen Followerzahl gefeiert. Wir machen 10.000 wieder. Dann haben wir zuletzt mal eine Followerzahl gefeiert, ich glaube 4k, ne? Vielleicht den Verbraucher schon mitten, dass der Bioladen die Vertrauens- und vergammelte Züge verkauft. Ist klar, ist klar. Essen noch nicht fertig, habe Hunger. Bagger, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Alles erdenklich Gute wünsche ich dir, viel Gesundheit und... auf dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Lass dich heute feiern. Hast du dir verdient. Man wird nur einmal im Jahr älter. Wirklich, eine Stunde ist gleich vergangen. Sei doch mal nicht so garstig. Und wenn hier 3 Stunden vergehen und ich hier noch am Schnibbeln bin. Ihr habt doch schon alle gegessen, habt ihr gesagt. Mann, 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 garstiges Volk, ey. Schieben wir das mal darüber. Die Zwiebel gleich noch schneiden. Bagger hat heute Geburtstag, Leute. Natürlich bekommt er nachher auch seine 2.500 Reds, ne? Das ist ja selbstverständlich. So.
Und dann machen wir jetzt noch die Zwiebeln würfeln. Ja, Abo, schick mir mal ein scharfes Messer und dann geht das hier auch schneller. Sag ich dir. Guckt's euch an, der, dieses stumpfe Messer. Ich muss hier mit Arbeitsmaterialien kämpfen. Würde sich der ein oder manch andere hier gar nicht mal angucken. Lass dir ruhig Zeit, ne? Siehst du, wenigstens einer. Auch wenn ein Kapper hinter ist, werde ich es trotzdem ernst nehmen. Hab mal deinen Essen von gestern, heute auf der Arbeit nachgekocht für das Personal. Ist gut angekommen. Echt, Lux? Freude mich. Was gab's gestern denn? Genau, das fixe Basilikumhähnchen. Oha. Hast du gleich die ganze Belegschaft mitbekocht, ey. Mensch, der hätte aber auch eiskalt in die Hose gehen können, ne? 55 ist der gute Bagger, Alter. Bautzner Senf ist der Beste, siehst du? Monster Moose weiß auch Bescheid. Grüße dich, Monster Moose. Alles gut bei dich? In der Ruhe liegt die Kraft. Danke, Max. Die heutige Gesellschaft ist halt einfach viel zu schnelllebig. Da tut es mal gut, sich einfach mal entspannt zurückzulehnen hier und die Show zu genießen, ne? Also ich mag es, dir beim Kochen zuzuschauen. No homo. Ach, muss auch kein No homo schreiben. So. Ich bin auch einer der Generation, wo dieses No homo gar nicht existierte. Von daher, ich weiß gar nicht, wie hat man das denn früher gesagt? Ich mag es, dir beim Kochen zuzuschauen. Punkt. Hat man, glaube ich, früher gesagt. Ohne den Zusatz nur Homo. Ja, freut mich. Und freut mich genauso, den Lux, da ein paar Rezeptideen, beziehungsweise einfach mal so zeigen, zu zeigen, dass Kochen ziemlich einfach ist und ziemlich geil sein kann. Freut mich, Lux, ey, dass es bei dir so gut angekommen ist, Mann. Dann hoffe ich auf viele, viele weitere Rezepte, die du hier mal machst. Oder nachkochst. Alles gut bei dir, sehr schön, Monster Moose. Weiter, so weitermachen. So weitermachen. Moin, Psycholoop, mein Lieber. Grüße dich. Ein wunderschön. So, Fleisch ebenfalls in Streifen schneiden. Zwiebeln schön fein würfeln haben wir. Ich überlege gerade noch, ja, Knoblauch muss eigentlich rein in jedem Gericht. Wir machen noch Knoblauch rein. Obwohl es nicht in dem Rezept steht, wir machen trotzdem Knoblauch rein. Psst. Erzählt das niemandem. Knoblauch gehört für mich halt nun mal in jedem Gericht dazu. Außer an die Blaubeer-Pancakes, die wir diese Woche gemacht haben, da fand ich jetzt Knoblauch nicht so. Quinn, Gecko, ein wunderschön, grüßet euch. Auf in den Freitag. Bin Koch, wenn du mal Tipps brauchst, oh, immer gerne. Immer gerne. Ich bin ja nur angehender Koch gewesen. Deswegen, ich habe da ja nicht so viel Plan von der ganzen Materie. Ah, jetzt erklärt sich das auch. Ist der Lux denn sogar Chefkoch oder hat er gestern einfach in der Küche, wo er war, sowas für seine Kollegen gemacht? Jetzt macht das auch Sinn. Genau, Ausrufezeichen Blog oder Ausrufezeichen Rezept könnt ihr euch aussuchen. Ausrufezeichen Rezept kommt ihr immer zu dem Rezept, was heute aktuell ist. Und Ausrufezeichen Blog kommt ihr halt auf die ganze Seite, ne? Auf die Hauptseite. Könnt ihr nachschauen, was noch so die Woche kommt. Na gut, die Woche kommt ja nur noch morgen. Macaroni Cheese. Wie war das? Cheese Macaroni? Irgendwas
Macaroni Cheese Auflauf kommt morgen, ey. Darauf freue ich mich richtig. Richtig schön. Mit Raclette-Käse und so. Herrlich, herrlich, herrlich. So, Knoblauch haben wir. Hier noch ein bisschen. Umso kleiner, umso feiner, umso geiler. So. Kocht der Gute was für uns? Was wird das? Das wird heute Büff Stroganoff mit Paprika. Setz dich hin und warte, wie alle anderen. Stell dich hinten an, den kriegst du vielleicht auch du was ab. So, Kartoffeln kann ich mal ein bisschen runterstellen hier. Was ist das Wichtigste für einen Koch? Keine Freizeit und Privatleben zu haben. Amen. Hi Kai, grüße dich, einen wunderschönen. Heute gibt's Büff Stroganoff mit Paprika. So, wir müssen schnell... Oder was ist denn schnell? Wir müssen mal das wunderschöne Rindfilet. Brauchen wir ein anderes Brett dafür. So, wenn wir das mal schnell abwaschen. Scharfes Werkzeug, sprich Messer. Bisse Kieler. Kieler? Nee, ich bin kein Kieler, falls du das meinst. Ich komme aus Norden, Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin, um es genau zu sein. Da komme ich her, die Ecke. Ich bin kein Kieler. Aber vielleicht meinst du auch was ganz anderes. Ossi! Richtig! Auf Christmesser kann man reiten, das stimmt. Für die Frage aber, was ist Stroganoff? Stroganoff ist ein klassisches russisches Gericht mit meistens Champignons. Also das klassische Stroganoff ist nur mit Champignons, Zwiebeln und Rindfleisch. Aber die Köche hier unter uns, die können bestimmt das noch mehr erläutern, weil ich bin immer so schlecht in Sachen zu erörtern. So, aber glaubt ihr, wie viel habe ich für dieses Stück Fleisch ausgegeben? Einfach mal so raten in dem Chat. Das ist kein Norden, ach Zeigo. Rügen? Rügen ist Norden, ja, das stimmt. War schon das gemeint? Ja, guter Mann. Warte ja auf Postfach, damit ihr einen Wettstahl bekommt. Ja, ich muss euch mal meine Adresse so geben. Mit dem Postfach geht's nicht. So wie du schon gesagt hast, Bagger, geht es nur mit Briefsendung. Maxi-Briefe bis zu 1 Kilo und da wird das nicht gehen. Hey, grüße dich, Dejo Master. Kochst du auch mal was Klassisches, Einheimisches? Ja, habe ich auch schon sehr oft sogar gemacht. Klar. 13,89, 6,95, 15 bis 20, 8,10 Euro, 11,10 Euro, 85, 20 Euro. Also ich glaube, einige wissen es, wie viel so ein Rind, das ist reines Rinderfilet, wie viel Rindfilet kostet und einige haben absolut gar keine Ahnung. Aber ist ja auch nicht schlimm. Hoffe nicht mehr als 7 Euro. Oh. Oh. Ich habe dafür 14, also fast 15 Euro ausgegeben. Das sind 330 Gramm, was ich hier habe. So, wenn wir das mal in Streifen schnibbeln. Hobby, ein wunderschönen grüße dich. Ich habe leider keinen Großhandel, ne? Moin Max. Grüße dich.
Sag ich ja. Hm, der Dejo wusste es. Dachte, das wären 500 Gramm. Nee, es sind nur 330 Gramm. Damit kannst du nach Russland reiten. Das arme Messer, das kann schon gar nicht mehr. Ja, ist so. Das Messer ist halt nicht mehr das Geilste. Aber Flo, ich hoffe, bald kommt Ablöse. Ich hoffe, bald kommt Ablöse. So. Kann von mir aus auch ein bisschen rustikal sein. Das muss jetzt hier nicht so 1A perfekt sein. Hauptsache, es sind Streifen. Aber noch geht's, das Fleisch oder das Messer, aber es ist schon wirklich hart an der Grenze. Oh, Marcel, ich wünschte was. Mann, nicht so viel. Angel, meine Liebe, einen wunderschönen guten Tag, die Dame. Ich dachte nicht, dass es Filet ist. Gibt's jetzt zu Reis? Nee, Kartoffeln gibt's. Ich hatte gestern schon Reis, ich wollte heute mal was anderes. Ich gab jetzt schon zweimal Reis die Woche. Ich wollte heute einfach mal eine andere Beilage haben. Sonst hätte Flo mich wieder gesteinigt. Wenn es heute wieder Reis gegeben hätte. So, meine Streifen sind ein bisschen kurz, aber egal. Das ist okay so. So. Haben wir das auch? Öl in eine Pfanne erhitzen, Fleisch darin portionsweise bei starker Hitze rundum anbraten. Mit Salz, Pfeffer, Würzen herausnehmen. Ein Öl im Bratfett erhitzen, Pilze darin anbraten, Paprika und Zwiebeln zufügen und ca. 2 Minuten mitbraten. Okay, soweit so gut. Bin auch auf der Suche nach einem geilen Messer. Ja, hier sind doch bestimmt Leute, die dir was anbieten können. Wann hast du denn mal was Deutsches gekocht? Rinderrouladen waren deutsch. Nur Königsberger Klopse haben wir schon gekocht, was deutsch ist. Du hattest mich total an Gilles Le Boeuf erinnert. Da musste ich kurz googeln. Du hattest mich total an Gilles Le Boeuf? Ist das eine Person oder ein Gericht jetzt? Gilles Le Boeuf. Nee, ich bin Christopher. Ich heiße Christopher, ihr könnt mich auch Chris nennen, falls ihr mich als Person meint. So, dann werden wir mal kurz die Pfanne. Mich würde erst freuen, wenn du mal versuchst, was Bayerisches zu kochen. Dann schicke ich dir ein Rezept von meiner Mutti. Gerne. Geh mal auf meinen Blog, Ausrufezeichen Blog, und da kannst du gerne oben auch rechts auf Kontakt mir dein Rezept schicken, wenn du möchtest. Ich bin da. Könnt ihr gerne alle tun. Hoffe, du schlägst mich jetzt nicht. Ja, hast du da schon gefragt, oder bin ich jetzt so weit nach oben gescrollt? So ein Schleifchen ist schon eine tolle. Ist nicht so teuer. Ja. Ich muss da wirklich mal. Bei mir ist alles fit, Angel. Ich hoffe, bei dir auch. Hab so ein Damaschdal gedacht. Ja, das hab ich auch. Ich hab auch ein. Ich hab mir damals ein Messer für 300 Euro gekauft. Damaschdal. Kann ich euch gleich mal zeigen. Der von Transformers? Echt? Ist der Typ Franzose? Wusste ich gar nicht. Viel Spaß beim Stream gucken, guten Hunger. Dankeschön, Pieper. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis später. So.
Dann wollen wir mal, ne? Dann wollen wir mal anfangen. So, volle Pulle. Wir wollen es jetzt schön knackig anbraten. Alles gut bei dir? Sehr schön. Bisschen viel Öl, aber passt schon. So, meine Lieben, jetzt geht's rund hier. Na gut, rund geht's noch nicht. Erst wenn die Pfanne heiß ist. So, kurz mal überfliegen das Gericht hier. Also, 2 Esslöffel Öl in eine Pfanne erhitzen haben wir. Oder machen wir gerade. Fleisch darin portionsweise bei starker Hitze herunter anbraten. Was heißt portionsweise? Nicht alles auf einmal rein, weil dann kühlt die Pfanne zu schnell ab. Und dann bratet ihr nicht mehr richtig. Deswegen schön langsam, nicht alles auf einmal in die Pfanne, weil, wie gesagt, sonst kühlt sie so schnell. Ich hasse Leute, die andere mit anderen vergleichen. Ohrfeige mich auch gerade selbst. Alles gut. Alles gut. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich gefragt werde, bist du Unge? Und von daher habe ich da kein Problem damit. Endlich geht's mal los. Beruhig dich, die Pfanne ist noch nicht warm. Abo. Ja. Haben wir hier wirklich Schnittlauch gekauft statt Dill? Ich bin so dumm. Naja. Naja. So ist das. Dann können wir den Dill schon mal. Können wir den Dill schon mal wichsen. Abwaschen. Wir werden ihn trotzdem reinmachen. Sogar noch dran gerochen, hab mir so gedacht, riecht aber komisch, der Dill. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ey. 20 nach? Boah, bist aber großzügig, da. Ich brauch nicht mehr so lange. So, also, genau, herum anbraten. Mit Salz, Pfeffer, würzen, herausnehmen. Ein Esslöffel Öl im Bratfett erhitzen. Paprika und Zwiebel zufügen und ca. 2 Minuten mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und Würzen. Brühe zugießen und Senf einrühren. Aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln. Saure Sahne und Stärke glatt rühren. Mischung in der Soße rühren. Okay, das könnten wir eigentlich jetzt schon mal machen. Saure Sahne. Und die Speisestärke. Wie soll ich denn das glatt rühren? Das ist so fest hier. Irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? Irgendeiner meinte gestern, ich soll ein Loch reinmachen. Wenn das nicht rausgeht, aber geht schon raus. Gut. Was nehmen wir denn zum Glattrühren? Aber eigentlich habe ich nicht so einen kleinen Schneebesen. Speisestärke mit saure Sahne habe ich auch noch nicht verrührt, muss ich sagen. Ist jetzt auch mein erstes Mal. Aber ich denke mal, es ist einfach nur nachher zum Binden.
Hast du auch Shitty am Start? Du weißt, worauf ich hinaus will. Nein, hab ich nicht, heute nicht. Komischer Deal, ne? Mhm. Anrichten und Fotografieren dauert ja auch noch schon mal 10 Minuten. Lese 5 Minuten. Lese 5 Minuten? Was? Nichts wegschmeißen. Ey, ich habe alles bezahlt, dann will ich auch alles haben. So, ich denke, die Pfanne ist heiß genug. Ja. So, jetzt können wir mal hier langsam. So, jetzt fangen wir an, Abo. Abo, wir fangen an. Stückchen für Stückchen hier. Handtuch hier wegmachen. Ich? Ja, natürlich habe ich was gemacht. Was denkt ihr denn? Ich bin schon fast fertig. Oh ne, hier wollte ich nicht. Hast du was gemacht, fragt er. Ich trieche gleich am Stock, ey. Willst du mich verarschen oder was? Ich schrei dich gleich an hier. Hau du mal lieber einen Loot raus, ey. Achso, und wenn ihr noch ein bisschen den Stream supporten wollt, ne, Ausrufezeichen Loots ist ein kostenloser Support hier. Einfach mal einen Loot raushauen. Klickt auf den Link. Und ja. Unterstützt ihr den Stream hier. Ganz einfach. Und wenn ihr mehr von dieser ganzen Scheiße sehen wollt, ne, ihr könnt auch einfach mal ein Follow da lassen. Dann wisst ihr jedes Mal, wann ich wieder online komme. Von Dienstag bis Samstag, 12.30 Uhr. Hauen wir hier immer einen schönen Kochstream raus. Jeden Tag was anderes. Einen Tag in der Woche gibt es auch mal was Vegetarisches. Deswegen würde ich mich über ein Follow von euch freuen. Danke. Ah! Es wird langsam. Bayerische Wünschenwürde. Zwiebelrostbraten mit Käsespätzle oder Fleischpflanze. Mit Kartoffelsalat und bei. Bayerisch Kraut. Oh, hört sich gut an. Ich frag mal nach dem Rezept. Du hast ja Talent. Du brauchst da bestimmt gar keins. Doch, doch. Wie gesagt, wenn ihr mir Rezepte schicken wollt und ich bin eigentlich jede Woche auf eins angewiesen, dann schickt mir ruhig über meinen Blog, Ausrufezeichen Blog, rechts oben, dann auf Kontakt, ruhig mal ein Rezept zu, Leute. Das Fleisch brennt an, das Fleisch brennt nicht an, Abo. Das Fleisch, das muss erstmal. Da muss erstmal Power bekommen hier. Viel zu viel Öl drin, habe ich das Gefühl. So, und das nochmal. Speisestärke hier glatt rühren. Sehe ich immer noch Klumpen drin. Für dein Tablet kleiner. Und wenn ihr ganz bescheuert seid, dann lasst ihr sogar einen Zap da. Richtig. Vielleicht liegt der Rauchmelder an. Nee, ich hab keinen. Donation Hype? Wer donatet hier? Max! Du Alter!
Verwalter, vielen, vielen Dank, Max, für deine 10. Für deine 10 Geld. Vielen, vielen Dank für deine 10 Geld, mein Lieber. Dankeschön. Weiß ich echt zu schätzen, mein Lieber. Wo ist denn hier der Donation? Hype! Vielen, vielen Dank, Max, Mann. Weiß ich echt zu schätzen. Sehr, sehr lieb von dir. Sehr, sehr geil. So, das nenne ich mal scharf angebraten hier. Richtig scharf. So wie einige Frauen hier im Chat, die sind auch richtig scharf. So. So, scharf angebraten ist es. Hat auch gut Bratensatz hinterlassen. Wir gehen jetzt von der Hitze runter. Ein bisschen. Holen das Fleisch raus, da ich nicht so viel einsauen will. Hauen wir jetzt die Pilze auf der einen Hälfte rein. Und werden das Fleisch im gleichen Atemzug aus der Pfanne holen. Das ist nicht nur genial, das ist umweltschonend und, ne, ich bin halt einfach geil. Doom! Grüße dich, mein Lieber, ein wunderschön. Wie geht's dich? Gut geschlafen oder was? Dankeschön auch für eure ganzen Loots, für die ganzen Follows, die reinkommen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid hier herzlich willkommen. Macht's euch bequem, macht nichts dreckig. Wer hier rumklickert, am Ende des Streams bitte sauber machen, ja? Dankeschön. So, wir hauen jetzt die Pilze rein. Wir hauen jetzt die... Aua! Eis! So, wartet mal, wir müssen mal kurz trennen. Pilze. Pilze auf einer Seite bitte und das Fleisch bitte auf die andere Seite. Dankeschön. So, wir müssen jetzt nämlich das Fleisch rausholen. Stück für Stück hier. Da sind noch zwei Fleischstücke. Müssen auch raus. So, und ihr werdet sehen, wie die Pilze gleich einfallen, weil so viel Wasser in den Pilzen ist. Also es wird locker um die Hälfte sich einreduzieren. So. Da hinten hin machen, Hitze ein bisschen runter. So. Wie hier sauber machen? Ich dachte, die Flecken sind Erinnerung. Was? Ich weiß, man macht eigentlich Öl erst vorher rein, aber die Pfanne ist heiß genug, das schafft das schon. Sonst werden die Materialien nämlich mit dem Öl aufgesaugt. Gerade Pilze nimmt ziemlich viel Flüssigkeit auf. Und... was ist eigentlich mit den Kartoffeln? Wie lange sind die Kartoffeln eigentlich schon drin? Guck mal, wie wenig Pilze nur noch in der Pfanne drin sind. Schocks JRG lässt ein Follow da. Bei den Kochkünsten kann ich nicht anders. Dankeschön. Auch wenn ich deinen Namen vielleicht nicht richtig ausgesprochen habe. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Lehn dich entspannt zurück. Genieß die Show. Wie gesagt, von Montag bis Dienstag. Ne, von Dienstag. Von Montag bis Dienstag. Was erzähle ich denn? Von Dienstag bis Samstag gibt es immer von 12.30 Uhr einen Kochstream. Jeden Tag was anderes.
und könnt gerne bei dabei sein. So, herausnehmen. Pilze darin anbraten, Paprika zufügen, ca. 2 Minuten mitbraten mit Salz, Pfeffer. Wir haben das vergessen, das Fleisch zu würzen, das machen wir jetzt. So. Pfeffer noch ruf. Ah, die Pilze brennen uns schon nicht an, Leute, keine Angst. Keine Angst. War alles richtig, aber Schocks reicht? Super. Dann belassen wir das bei Schocks. Mal nicht so. Mal nicht schwerer machen, als das Leben schon ist, ne? So, Pilze sind genug angebraten, die haben eine gute Bräune. Wir gehen jetzt Pilze anbraten, Paprika und Zwiebeln, ca. 2 Minuten mitbraten. Okay. 2 Minuten, wer stoppt die Zeit? Ab! Jetzt! Manchmal nicht so mit der Aussprache von Dingen, aber deswegen mögen wir ihn. Immerhin was zu lachen. Dankeschön. Das ist haarscharf an mein Auge vorbeigeflogen. Ein Spritzer von der sauren Sahne. Es hat sich angefühlt, als ob es eine halbe Stunde an mein Auge vorbeifliegt. So. Du hast ja Rinderfilet zerbrezelt. Du hast das Rinderfilet zerbrezelt? Nein, das ist wunderschön da hinten. Mit Salz, Pfeffer, Paprika würzen. Okay, Salz, Pfeffer. Paprikapulver kommt auch gleich rein. So. Zwei Minuten sind um. Okay, dann lassen wir es noch eine Minute. So, Essen fertig? Nein. Noch nicht. Seid mal nicht so ungeduldig hier. Wie gesagt, ihr kriegt das sowieso alles viel, viel schneller hin zu Hause. Ihr müsst ja auch nicht reden. Ihr müsst euch nicht auf andere Sachen konzentrieren. Ihr könnt das hier... Bums, in 10 Minuten fertig machen. Der eine oder andere kriegt das sogar in 7 Minuten hin. Bin ich fest von und überzeugt. Aber der Alte, der lässt sich Zeit. Lümmel. Aha. Lümmel. Da kommt doch einer von Wilde Uschi, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Du Lümmel. Wo ist mein Kuchen? Der Backofen ist ja nicht mehr an. Das weißt du gar nicht. Ich stehe doch davor. Das siehst du gar nicht. Soll ich probieren? Nein. Bagger, wenn du probierst, dann ist alles weg. Kappe. So, 2 Minuten sind um. Ihr müsst noch meine Uhrzeit kennenlernen. Also mein Zeitverständnis von Zeit. Mein Zeitverständnis von Zeit, genau. Hinter der Sahne liegt ein Pilz. Wo der nicht mehr gebraten werden will. Habe ich gerade gesehen. Dankeschön. So, Paprika. Machen wir jetzt noch dazu. Alles raus hier. So, ruhig mitbraten. So ein bisschen das Paprikapulver.
Brühe zugießen und Senf einrühren. Aufkochen und circa 5 Minuten köcheln. Gut. Wie viel? Ein Viertel Liter. 250 Milliliter also. Wie viel sind hier drin? 400, glaube ich. 400, ja. Brühe und Senf mitbraten. Brühe zugießen und Senf einrühren. Okay, 250. So, reicht. So, jetzt kommt der gute Senf dann nämlich rein. Wie viel brauchen wir? Senf? Einen halben Teelöffel. Wollt ihr mich verarschen? Da kommt ein ganzer Esslöffel rein. Halber Teelöffel. Ich bin doch hier nicht im Sand, ey. Zack. So, und gleich erhält das Drogan auch seine Farbe, wie es jeder gewohnt ist. Und Böf? Ich kann den Böf aussprechen, ja? Böfs Drogan auf. Es wird Böfs Drogan auf ausgesprochen. Circa 5 Minuten köcheln. 5 Minuten! Ich brauche mal kurz eine Uhrstoppmaschine. 5 Minuten. 5 Minuten! So, was eigentlich mit den Kartoffeln? Okay. Böf also, ja. Oh, Böf wird's ausgesprochen, Jung. Das ist Russisch, oder? Richtig. Das riecht schon richtig lecker, Leute. Das riecht schon richtig geil. Wie? Musst du dir mal die App installieren, Abo? Gibt's seit dieses Jahr. Mischen in die Soße rühren, Fleisch zugeben und alles circa 3 Minuten köcheln. Dill waschen, trocken schütteln und fein hacken. Mit Salz, Pfeffer abschmecken, mit Dill bestreuen, dazu reich Reis oder Brot. Okay, müssen wir kurz den Dill schneiden. Kappa. Kurz den Dill schneiden. Was machst du da? Auftauen? Wie? Was auftauen? Ich tau hier nichts auf. Was bist du, Verrückter? Dass du mir sowas zutraust? Ruhe. Ab heute ist das Wort Böf russisch. Verstanden?
Wo ist denn mein Messer? So, dann haben wir den Dill jetzt auch geschnitten. Lady, what, Lady Vixen? 2 strats, thank you very much. Da du bist gleich fertig, Chris. Mein Tipp kommt näher. Ja, ja, ja. Ich trau dir das Auftauen schon nicht zu. Ich hab's Bit und ich mag's gesagt. Jawohl, ein ordentliches Brett. Late, grüße dich. Bitte nimm den Zeigefinger vom Messerrücken. Gehört der Daumen drauf? Mein Daumen ist aber zu kurz. Hello, Lady. How are you? Hat wieder keiner auf die Uhr geguckt, ne? 5 Minuten sind schon fast um. Katniss, ein wunderschön, grüße dich. Kennt ihr schon Schnittlauch, Dill? Noch nicht. 4,30? Was? Was? Oh, cool. Was, 4,30? Ach, 4,30. Ach so, jetzt verstehe ich. Sauber, Bagger, sauber. Ja, so ungefähr. Hier wird hier nicht... Das ist hier keine experimentelle Küche. Hier wird so Pi mal Daumen gekocht. Vielen, vielen Dank. Thank you very much, Lady, for your photo. Enjoy the stream. Where come you from, Lady? You don't speak German, or? So, jetzt sind 5 Minuten um. Perfekt, Bagger. Perfekt. Saure Sahne und Stärke glatt rühren. Mischen in die Soße, rühren, Fleisch zu geben und alles 3 Minuten köcheln. Okay. Also, ihr könnt euch schon mal gleich... kommt die saure Sahne dazu. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht das ab. So, jetzt erhält nämlich das Beef Stroganoff auch seine gewünschte Färbe. Gewünschte Farbe. Lipsy! Der ist auch wieder da am Start. Grüße dich. Mahlzeit. Nicht wundern, wenn ich heute wenig schreibe. Bin stinke sauer. Oha. Grüße dich, Cold One. Ein wunderschön. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag. Bin mal gespannt, wenn sich das erste Gericht wiederholt. Irgendwann wird sich das schon wiederholen. 3 Minuten. Wir brauchen nochmal 3 Minuten. Wie viele Lehrlinge hast du, die dir die ganze Näpfchen voll geschnibbelt haben? Na, ich hätte gern ein paar. Obwohl, Quinn ist eigentlich mein Praktikant. Aber der ist irgendwie nie pünktlich hier. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Speisestärke. Oder? Was geht eigentlich? Oder was hast du? Spit? Du kannst es ja nicht richtig sehen. Huch. Oder einfach ein bisschen einköcheln lassen noch.
Die RE will sich rausreden? Na, ganz klasse. Erst aufkochen, Chris. Keine Stärke mehr. Gut. Ich habe mich auch gedacht. Also noch ein bisschen aufkochen. Feinhacken. Mit Salzpfeffer abschmecken. Ach so, das Fleisch muss ja auch wieder rein. Das, was hier in den Teller ist, ist einfach mal das Beste. Der ganze Bratensatz und so. Deswegen schön alles auskratzen. Und ihr wisst ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit zum Auskratzen, deswegen. Machen wir das auch. Das ist allerfeinstes Rindsfilet. Allerfeinstes. Was denkst du denn? Hey, Funboy, mein Lieber. Grüße dich. Dankeschön. Muss das Fleisch nicht auch rein, Schorks? Du bist... Mensch, du. Du gefällst mir. Richtig gut. Funboy, alles gut bei dir. Freitag. Hoch die Hände Wochenende oder wie sieht das bei dir aus? Ja, doch, sieht ganz. Von der Konsi sieht es eigentlich ganz gut aus, wenn wir das jetzt noch 3 Minuten köcheln lassen. Dann ist das wunderbar, Leute. So, wir können schon mal ein bisschen hier zusammenräumen. Wir werden mal kurz uns einen Löffel nehmen. Wenn ich koche, passiert mir auch immer irgendwas. Eigentlich die Kartoffeln oder müssen die beachtet werden? Die müssen nicht beachtet werden. Ich mag weiche Kartoffeln. Das ist okay so. Ne, obwohl. Wollen ein bisschen Paprikapulver zu machen, aber es geht eigentlich. Aber ein bisschen Pfeffer kann noch rein. Jo, erstmal zocken und bei dir, joa, kochen, essen und dann nachher zocken. Mir geht's sonst super, dankeschön. Kannst du mal eine Flasche Wodka mit reinkippen? Heute nicht. Aber später gerne, aber heute nicht. So, wir können von der Hitze runtergehen. Kartoffeln können aus. Pfanne kann aus. Hitze, die Resthitze reicht. Nee, das wird keine Suppe. Das wird... Ich glaube, Beef Stroganoff ist keine Suppe. Das ist ein ganz normales Gericht. Ja, die Konsi ist super. Doch. Gut, dass du gesagt hast, keine Stärke mehr rein. Oh, oh, oh. Ich glaube, der Cold One ist richtig sauer. Aber verständlich. Wäre ich auch. So. Pfanne kann ganz runter. Wir hauen jetzt den Dill da rein. Damit es ein bisschen grün aussieht, wisst ihr. Auch wenn es nicht passt, aber egal. Schmecken tut's trotzdem. Da fehlt Butter. Nein, da fehlt keine Butter. Das ist okay so.
finde das geil, wenn du irgendwas Grünes da reinmachst. Es sieht gleich so verdammt viel besser aus, ne? So. Gerade gekocht und jetzt esse ich. Und guck dir beim Kochen zu. Grüße dich. Ja, denn wir haben nämlich schon fertig gekocht. Ich bin mir jetzt auch gleich am Essen. Aber du darfst dich auch gerne zurücklehnen und die Show genießen, mein Lieber. Welche Tellerfarbe nehmen wir? Was haltet ihr von... Ich glaube, Rot hatten wir gestern. Ja, entweder Rot. Rot oder... Was sagt ihr? Welche Tellerfarbe? Das Auge isst mit. Wenn der eh gesagt hätte, du tut uns leid, Fehler oder so, alles kein Problem, kann einfach passieren, aber wenn sie immer noch behaupten, das Verkehr zugestellt zu haben, ohne Benachrichtigungszeit, dann reicht es mir. Kann ich absolut nachvollziehen. Kann ich. Good one, ich bin da voll auf deiner Seite. Ich bin da voll und ganz auf deiner Seite, mein Lieber. Schwarz? Schwarz? Pink? Okay, ich höre nicht auf euch. Ihr sagt komische Sachen. Teller mit Einhörnern. Nee, jetzt geht's zu weit. Wir nehmen Rot, obwohl Rot ist eigentlich ganz cool. Es harmoniert halt mit der Paprika zusammen. Ich glaube, wir nehmen Rot. Was sagen die Mädels hier unter uns? Rot? Obwohl, die Mädels brauche ich gar nicht fragen, ob Rot, die sagen eh ja. Grün, Shibro? Grün habe ich nicht. Was ist denn mit dir los? Grün, ey. Guck mal, die Kartoffeln sind doch super, Flo. Ich weiß gar nicht, wo du hast. Perfekt. Futter doch einfach aus dem Topf. Ja, aber das kommt ja nicht gut fürs Bild. Das muss ja auch fürs Bild rüber, gut rüberkommen, ne? Ich bin zufrieden damit. So, meine Lieben. Bœuf Stroganoff mit Paprika. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen. Das ist meine Anrichte-Variante. Ich hoffe, euch gefällt. Wenn nicht, mir scheißegal. Wir machen jetzt noch ein Foto. Rutsch die Paprika, würde ich schon sagen. Rutsch die Dings da runter, ey. Blöde Petersilie hier. Bleib drauf! So. Gefällt mir nicht. Ja, dann leck mir doch am Arsch. Sieht Porno aus, ne? Schmeckt bestimmt traumhaft. Dankeschön. Das würde auch traumhaft schmecken. Weil der Alte hat's ja gemacht, ne?
Ich komme gleich essen, sieht lecker aus. Dankeschön, Spit. So, Cam an. Zu viel Gemüse. Nach dem Foto kommt wieder der Bär. Der Beste, das Beste. Nach dem Foto kommt wieder das Beste. Was denn? Futtern, ne? So. Und noch eins so. Das reicht. Sehen ganz aus. Sehen ganz gut aus. Dankeschön, Late. War echt ein guter Tipp, ne? Ja, der Flo, der hat schon drauf, ey. Jetzt habe ich Hunger. Ja, dann macht euch was zu essen, meine Lieben. Ihr wisst ja jetzt, wie das geht. Könnt ihr das super einfach schnell, viel, viel schneller als ich, nachkochen. So, jetzt machen wir einmal mal die Chris-Portion drauf, weil das ist ja hier, ne? Das ist ja hier für einen hohen Zahn. Und dann noch Kartoffel drauf, da, zack. So, ein bisschen heute Abend muss ich halt aufheben. Ich würde das auch. Oh, Leute. Habe ich euch schon mal gesagt, wie sehr ich mein Leben liebe? Bestimmt, ne? Aber egal. Ich erzähl's euch einfach nochmal. Oh, ich liebe mein Leben. So, machen wir das mal so. War klar, dass es so nicht bleibt. Warte mal. So, ist gut. Machen wir noch einen Deckel drauf. Zack. Ja, Leute. Guten Hunger wünsche ich auf jeden Fall euch. Hey, DJ Willy! Mein Lieber, grüße dich! 20 nach. Flo, du bist halt einfach. Ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Du bist halt einfach Gott. So, was brauche ich? Ich glaube, Messer und Gabel reichen. Du bist halt einfach Gott. Kann man einfach nicht anders beschreiben, Flo. So. Ich gehe in mein anderes Zimmer. Wir suchen uns gleich noch ein Foto aus und dann würde ich sagen, bis gleich!